Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation HD. Zu einer neuen Aufnahmefolge. Und ich habe gerade geguckt und wir haben schon 41% des gesamten Spiels. Das finde ich schon ziemlich viel. Eigentlich habe ich wieder vergessen. Was man macht. Nein. Muss ich den irgendwie eliminieren? Ach, das ist meine Umkleidekabine. Gut. Ach ja, das kann ich ja direkt in der zurück. In der Umkleidekabine sehen, was ich nochmal machen muss, um den Bekanntheitsgrad zu verringern. Da. Korrupte Magistrate. So. Okay, zurück, zurück. Wo sind denn korrupte Magistrate? Ja. Wo sind Magistrate? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ups. Die Kiste hole ich mir mal vorher nochmal. Plündern. Und dann gehe ich zum Missionsanfang. 750, ups. Geld, das ist schon mal nicht schlecht. Muss ich jetzt... Ich glaube, ich habe das richtig gesehen, dass ich zurück muss. Nein, ich bin hier falsch. Schade. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht als Dame draußen bin, sondern wieder als Assassinin. Nein, ich komme als Dame. Ach, das ist eine Nebenaufgabe. Machen wir natürlich klar. Aveline, erinnerst du dich an die Sklavin, die du mir brachtest, Therese? Natürlich. Kann ich dir trauen, Tochter? Aber ja doch. Worum geht es? Es gibt da noch einen Sklaven. Er wurde von seiner Frau und seinem Sohn getrennt. Hm. Wenn du ihn zu mir bringst, führe ich sie zusammen. Oh, natürlich. Ich werde tun, was ich kann. Ich will gar nicht wissen, was. Also. Wie schön, wir müssen die Sklaven befreien. Ich finde es auch schön jetzt, dass die Barrieren inzwischen aufgeräumt sind. Noch eine Kiste. Boah, die nehmen wir natürlich mit. Natürlich. Was wäre ich für ein schlechter Assassine, wenn ich Kisten außer Acht lassen würde. Ups. Gegner kämpfen und Sklaven. Gegner kämpfen und Sklaven befreien. Yeah. Deutsch in Exzellenz. Wer? Was? Vielen Dank. Doch. Wir haben keine Zeit. Komm schnell mit mir. Wohin? Zu deiner Familie. So, da gehen wir jetzt nicht entlang, denn das sind Straßenräuber gewesen, soweit ich weiß. Komm. Oh.
wir da überhaupt dran vorbei, ohne dass sie uns entdecken? Boah, die mit der Schuhe. Okay, dann laufe ich hier rum. Hoffentlich sehen die mich nicht. Nein, genial. Oder dumm. Eins von beiden. Wahrscheinlich erstes. Nein, zweiteres. Hier ist nur eine Kiste unter uns. Ah, so kann man auch an Kisten kommen. Ach, schön, wieder Geld erhalten. Ach, das macht doch Spaß dann. So. Komm, mein lieber Sklave. Wir haben keine Gesundheit verloren. Wir sind da, wo wir sein sollen. Wieso nicht? Lektion 6 geschafft. Sequenz. Meine Schülerin, du hast sicher das Chaos bemerkt, das die Rebellen anrichten. Ich habe schon einen Plan, doch wir müssen uns beeilen. Um neue Befehle zu erhalten, komm zum Friedhof, meinem letzten sicheren Versteck in der Stadt. Spute dich. Ist das jetzt französischer oder amerikanischer Akzent? Bonjour, Madame. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist amerikanischer Akzent. Aber die reden alle französisch. Also müsste es eigentlich französischer Akzent sein. Boah, es ist... Ich bin verwirrt. An ihrer Stelle wäre ich sehr wachsam. Ich bin eine Verwirrte. Ich möchte aber in den Friedhof rein. Aha, hier. Mit Agathe sprechen. Natürlich. Aveline, man sieht dich immer seltener im Bayou. Bin ich dir nicht mehr nützlich? Ich kam sofort, als ich deine Nachricht erhielt. Ich hatte einen Albtraum. Ich träumte, dass du... Nein. Vergiss es. Erfreust du deinen alten Mentor mit einem Loyalitätsbeweis? Agathe, ich muss dir nichts beweisen. Ich bin loyal. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was du und Monsieur Blanc gemeinsam planen. Doch eins steht fest, durch das ganze Chaos und die Aufstände bist du Joa dazu gezwungen, Friedensverhandlungen zu führen und La Balise zu verlassen. Das ist unsere Chance. Wenn der Entführer stirbt und alles wieder sicher ist, ist meine Mission beendet. Ich werde Frieden finden. Dem Gouverneur steht nur ein einziger Weg offen. Alle anderen sind blockiert oder brennen. Lege einen Hinterhalt und schlage zu im rechten Moment. Finde ihn und töte ihn. Jawohl. Machen wir doch gerne. Denn Morden ist Louis doch... soit le Seigneur. Okay. Morden ist unser Geschäft. Na, was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mit der Frau kann man auch klettern. Wusste ich gar nicht. Alles da für einen Hinterhalt. Wachen eliminieren, ohne entdeckt zu werden.
Ja, als erstes kommt. Bisschen auf den Geist. Haben die mich gesehen? Ja. Was bedeutet, wir fangen wieder von vorne an. Ich glaube, diesmal fangen wir mit einem Berserk-Teil. Von da an. Und lassen den jetzt. Ups. Ein bisschen arbeiten. Na? Da ist einer, da ist einer. Ich wette, hier können wir auch irgendwo einen umnieten. Ja. Ja, komm schon. So geht's doch. Weg von hier. Und andere Giftpfeile auswählen. Bis nur noch einer übrig ist. Cecile 355. Das ist doch schön. Oh mein Gott. Was macht der da? Ich hoffe, der entdeckt mich jetzt nicht. Nein. Der einzige, den ich jetzt noch töten muss, ist der da oben. Da komme ich hier drüber dran. Sehr gut. Ich hoffe, der sieht mich noch nicht. Nein. Und? Wow! Komm, 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 lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. So, und? Perfekt. Schön, und wie kann ich jetzt den Hinterhalt legen? Ach, einfach nur dahin gehen. Gut, das mache ich jetzt direkt auch. Lauf, 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 lauf. Ah, der muss wieder hoch. Achso, der ist nicht. Leiter, wie schön. Okay, hier haben sie wirklich dran gedacht, dass man das unterschiedlich spielen kann. Starke Frau. Komm, geh runter. Da bist du. Muss ich mich nur noch verstecken, bis die Leute da ankommen oder so. Oder. Ach! Ja. Hier liegt mal eben Sprengstofffass rum. Natürlich. Das Objekt ablegen. Das jetzt irgendwie vorbereiten. Ah. Sprengstoff für den Hinterhalt vorbereiten. Ja. Wie mache ich das denn? So.